habe heute was vorbereitet und möchte euch das so erzählen aus Sicht eines anderen Energieträgers, will ich mal so sagen. Wir reden ja schon die ganze Zeit über Flatterstrom und über fossile Energieträger und was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und es ist ja wirklich wahnsinnig schwer für einen einzelnen Bürger, also für jeden von uns im Grunde genommen auch Durchblick zu bekommen im großen Ganzen. Und da gibt es eine Übersetzung aus dem Amerikanischen. Die Amerikaner sind ja wirklich ein bisschen crazy, wie man so sagt. Das ist ja noch vorsichtig ausgedrückt, also manchmal schon ein bisschen verrückt. Und da gibt es ja auch Bürgerinitiativen durchaus in Amerika, die dann so Exxonwaldes verklagen oder Shell oder andere Unternehmen. Die verklagen halt einfach die Ölindustrie oder die Kohleindustrie und sagen, ihr sollt ab heute keine Kohle mehr anbauen oder abbauen. Und in Amerika ist ja nichts unmöglich. Und da gab es einen ganz interessanten Fall. Da hat dann ein Richter, dummerweise auch noch ein Ingenieur, der auch wirklich promoviert hat, hat dann einfach mal die Prozessparteien aufgefordert, jetzt nicht immer nur ich sag mal, die Nachteile fossiler Energie im Grunde genommen aufzudröseln, sondern hat wirklich beiden Parteien die Aufgabe erteilt, wissenschaftlich und auch mal zu begründen, warum es eigentlich sinnvoll ist, fossile Energieträger, also Kohlestrom, Öl und Erdgas zu benutzen und welche Wirkung oder welche Bedeutung die eigentlich haben. So ganz Vorschulalter-mäßig. So nach dem Motto, setzt euch mal hin und schreibt mal auf, Plus-Minus-Liste, was ist gut an Kohle, was ist schlecht an Kohle, was ist gut an Öl, was ist schlecht an Öl, was hat es uns gebracht, was wird es uns nehmen. Und ich bringe da einfach mal ein paar Informationen hier dann heute unter. Ja. Zum Teil lese ich das ab, das übersetzt aus dem Englischen. Und die Prozessparteien, also die Gegner, haben dann wirklich auch was zusammengetragen. Und das lese ich euch einfach mal so vor. Viele Jahrtausende lang kämpften unsere Vorfahren ums Überleben. Inmitten von Entbehrungen und die Gesundheit ruinierende Arbeit von der Morgen- bis zur Abenddämmerung. Oftmals am Rande des Verhungerns stehend, wobei die große Mehrheit der Menschen kaum besser lebte als ihr eigenes Vieh. Die mittlere Lebensdauer unter diesen widrigen Umständen betrug damals kaum mehr als 40 Jahre. Das ist auch kein Spruch, das kennt ihr von der Schule. Im Mittelalter 40 Jahre, Feierabend, dann wurden die zu Grabe getragen. Dann kam der Undertaker und hat sie unter die Erde gebracht. Aber dann, plötzlich und wunderbarerweise, innerhalb von zwei Jahrhunderten begannen Gesundheit, Wohlstand und Langlebigkeit zu steigen. Zunächst Kohle, dann Öl und schließlich Erdgas bahnten sich ihren Weg. Sie lieferten den Treibstoff für Transporte, Kommunikation, Kühlung, Strom und andere unglaubliche Technologien, welche das Leben verbesserten, erweiterten und behüteten. Die Einkommen steigerten sich um das Vielfache. Massensterben, die immer prophezeit worden waren, fanden nie statt. Zumindest, wenn man die Pest jetzt mal ausnimmt. Tatsächlich hat sich die Lebensspanne global verdoppelt. Von 40 auf 80 Jahre. Und wenn es 78 sind, ist eben halt fast verdoppelt. Wollen wir keine Haarspalterei betreiben. Ja, und wir haben heute einen Lebensstandard, von dem vor 120 Jahren selbst Könige noch geträumt haben. Das ist der Lebensstandard, den wir heute haben. Ihr kennt das vielleicht in Frankreich, da haben sich die Könige so doll gepudert und mit Parfüm beschmiert, weil die noch nicht mal klares Wasser hatten zum sich waschen. Also mussten sie Parfüm oben raufpacken, damit der eigene Gestank nicht größer war als das Parfüm. Ja. Traurigerweise gibt es aber immer noch eine sehr große Anzahl von Menschen, die um ihr Überleben kämpfen. 1,5 Milliarden Menschen haben immer noch keinen Strom. 2 Milliarden Menschen leben im Durchschnitt von $1 Erwerb pro Tag. Und immer noch sterben Millionen von Menschen an Krankheiten, die durch Insekten übertragen werden,
Gerade in Regionen sterben Menschen an Lungen- und Darmkrankheiten, die bei uns ausgerottet sind. Und die sterben deshalb, weil sie immer noch Holz verbrennen und Dung, also Kuhscheiße und andere Scheiße, anstatt fossiler Treibstoffe. Im Jahre 1900 waren zum Beispiel die 3,4 Millionen Bewohner von New York City, die waren abhängig von 10.000 Pferden. Die liefen da in New York rum im 19. Jahrhundert, ja, und haben jeden Tag 2,5 Millionen Pfund, also 1,5 Millionen Kilogramm Kot und 250.000 Liter, ich sag mal, Pferdepisse jeden Tag hinterlassen. Jeden Tag. Tag für Tag. Und Reinigungsmannschaften beseitigten diese Hinterlassenschaften, kippten sie damals noch zumeist in Flüsse und schleppten die toten Pferde zur Abdecke rein und da wurden die dann weiterverarbeitet. Am besten zu Futter. Und Landwirte bauten auf Tausenden von Hektar Pferdefutter an. Für die Pferde, die dann die New Yorker von A nach B transportiert haben. Man stelle sich einmal vor, was die heute 8,6 Millionen New Yorker für eine Umwelt hätten, wenn wir nicht Kohle, Öl und Erdgas für uns nutzen würden. Muss man sich mal vorstellen. Und dann gibt es so Leute, die sagen, Kohle soll von heute auf morgen nicht mehr abgebaut werden. Das geht nicht. Dann werden wir nicht von Autos transportiert, sondern wieder von Pferdedroschken und haben dann Verhältnisse wie im 19. Jahrhundert. Dass wir was machen müssen, ist klar, aber nicht in der Form und nicht in der Geschwindigkeit, wie die Politiker das wollen. Also die ahnungslosen und leider auch nicht gebildeten Politiker, die in unserer Landesregierung sitzen, zum Teil hier im Gemeinderat und ganz sicher in der Bundesregierung. Heute transportieren weitaus stärkere Autos und Busse, Lastwagen, Züge, U-Bahnen und Flugzeuge die Menschen weltweit. Aber auch Nahrungsmittel werden transportiert und andere Erzeugnisse, die schnell und effizient von A nach B gelangen müssten. Ihr müsst euch nur mal vorstellen, wir würden auf Kohle, Öl oder Erdgas komplett verzichten. Fast alles, was ihr im Haushalt habt, besteht zum Teil aus Kohle, Erdgas oder Öl oder wird unter Zuhilfenahme dieser drei Medien hergestellt. Darauf müsste man komplett verzichten. Und das ist schizophren, anzunehmen, dass das ginge. Und ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, jeden Tag entstehen Tausende und Millionen neue Tonnen von Kohle. Jeden Tag. Weil immer wieder wird ja auch Holz zu Holzkohle und dann Kohle und Steinkohle. Jeden Tag. Die Natur hört ja nicht heute auf, das zu machen, was sie seit Milliarden Jahren macht. Die macht ja weiter, auch ohne uns. Ja? Also wenn man jetzt sagt, wir haben heute so und so viel Kohle und wenn wir diese dann verbrauchen würden, dann haben wir in 20 Jahren keine mehr. Denn es ist einfach nur ein ganz kleiner Rechenfehler passiert, der da heißt, in diesen 20 Jahren würden jeden Tag wieder Millionen Tonnen Kohle produziert. Aber wenn man eben halt nur Mathematiker ist und kein Biologe oder Chemiker oder Physiker, dann glaubt man natürlich dieser Zahl, ja, und transportiert sie ja noch raus in diese Welt. Und dann gibt es halt dummerweise Menschen, die das glauben. Ja, ja, so ist das mit den Transportmitteln, die wir haben. Die fahren uns zur Arbeit, zur Schule, zu unseren Freizeitaktivitäten, Feuerwehren helfen beim Kampf gegen Brände. Das war früher auch noch ein bisschen anders. Als dann die Feuerwehr kam, war eigentlich meistens nicht mehr was zu retten. Ne? Also auch das ist eine bestimmte Lebensqualität. Ja? Auch die Kranken werden heute in 0, nix, ich sag mal, ins Krankenhaus gefahren oder mit dem Hubschrauber abgeholt. Ja, ist auch eine Lebensqualität, dass man weiß, wenn mir mal was Schlimmes passiert, ist Hilfe da. Und alle diese Fahrzeuge mit interner Verbrennung oder auch mit Strom betrieben, also im Fahrzeug ist ja auch Strom, existieren wegen dieser fossilen Treibstoffe und existieren mit diesen fossilen Treibstoffen. Die Straßen, die wir heute haben, wurden erbaut mit fossilen Brennstoffen.
Asphalt wird aus Öl gemacht. Metall und Beton können auch nur produziert werden, wenn im Grunde genommen fossile Brennstoffe im Einsatz sind. Sonst geht das alles nicht. Wie der Schorsch immer sagt, alles ist Kohlenstoff, oder? Alles ist das kleine C. Das C steht jetzt nicht für CDU oder so, sondern das C ist Kohlenstoff. Sogar Elektrofahrzeuge benötigen Öl, Gas und Kohle, um produziert zu werden. Sonst ginge das gar nicht. Also Kohle nicht abbauen geht ja schon gar nicht. Da würden ja tausende Produktionsanlagen und Unternehmen würden einfach stillstehen. Also es ist wirklich ein totaler Blödsinn von diesen Politikern, einfach solche ideologischen Ziele in die Welt zu setzen. Totaler Blödsinn. Ja. Jetzt gibt es mal Wind, mir fliegt fast das Blech weg hier. Es gibt natürlich auch viele, viele andere Errungenschaften, die haben. Früher haben wir noch Loch gebuddelt mit der Schippe. Heute gibt es große Geräte, ne? Die machen Erdbewegungen. Pipelines, Gießereien, Fabriken, andere Einrichtungen, die werden nur aufgrund fossiler Treibstoffe im Grunde genommen lebensfähig. Jedes Stück Metall, Plastik, Beton, Holz, Kleidung und Nahrung gibt es nur aufgrund dieser fossilen Treibstoffe. Sogar Windturbinen, Solarpanelen und Biotreibstoffe sind ohne die alten Treibstoffe nicht produzierbar und nicht betreibbar. Ja? Auch medizinisches Gerät, Computer, Handys, Radios, Fernseher, Küchengeräte, Heizung sowie Millionen anderer Produkte aller Art benötigen fossile Treibstoffe. Entweder für ihre Komponenten oder für die Herstellung oder auch für den täglichen Betrieb. Die Schulen und Forschungszentren, welche unsere Technologien, die wir heute haben, ich sag mal entwickeln und überhaupt die Fortschritte erst möglich gemacht haben, benötigen ebenfalls fossile Treibstoffe. Im kalten Büro kannst du halt nicht forschen. Kannst aus dem Fenster gucken, aber du kannst halt nicht forschen. Ja, wenn es kalt ist, sind auch die Gedanken kalt. Die moderne Landwirtschaft, mit der die Welt ernährt wird, basiert auch auf diesen Stoffen. Kohlendioxid aus der Verbrennung, wir haben es ja auch schon gehabt beim letzten Mal, ja? Kohlendioxid aus der Verbrennung dieser Treibstoffe sorgt für besseres und schnelleres Wachstum von Pflanzen. Ich habe es beim letzten Mal ja schon gesagt, die Holländer sind in dem Moment mal einen Tick pfiffiger als wir. Die begasen halt ihre Pflanzen, damit die schneller wachsen. Wir wollen Kohlendioxid abschaffen, am besten abschaffen. Ja, dass das lebensnotwendig ist, hat so mancher nicht begriffen. Viehfutter, Wälder und Grasland, das würde alles nicht so sich entwickeln, wenn wir diesen Kohlendioxid nicht hätten. Und ich hatte es beim letzten Mal ja aufgezeigt, früher war der Kohlendioxidgehalt in der Luft viel höher und wir hatten ein viel besseres Wachstum. Ja, das wird natürlich gern geleugnet, ja, weil man den Klimawandel und die Erderwärmung, beim letzten Mal festgestellt, die es ja gar nicht gibt, die muss man ja irgendwie kommunizieren und begründen. Ja? Und wenn wir das alles schön im Lot haben, so wie wir es heute im Lot haben, dann können wir auch auf unseren Äckern reichhaltig ernten, können uns ernähren, können kreativ sein, können Ideen entwickeln, können neue Errungenschaften, ich sag mal, erfinden, ja? Und können uns weiterentwickeln. Und weiterentwickeln heißt ja weiter, also im Sprachgebrauch Deutschland, weiter fort, nach vorn und nicht nach hinten. Politiker entwickeln sich rückwärts. Das Einzige, was sich vorwärts entwickelt, bei denen sind die Diäten. Pharmazeutische, also auch Produkte, die man zur Not auch mal braucht, wenn man krank ist, und kosmetische Produkte haben ihre Wurzeln in Petrochemikalien. Ohne die geht's gar nicht. Ebenso wie Farben, Fiberglas, Plastik, ja. Hochhäuser in unseren Städten oder auch ganz normale Häuser sind nur möglich durch Stahl und Beton. Und das erlaubt uns, nicht wie beim Holzhaus früher noch, auch in die Höhe zu gehen. Und wenn wir in die Höhe gehen, was die Häuser betrifft, dann brauchen wir weniger Land. Dann können wir also, müssen nicht alles zupflastern und ein Haus ans andere stellen. Wir können dann in die Höhe gehen und können andere Flächen brach liegen lassen, damit die Erdkrume, die Kruste, ja, im Grunde genommen sich auch wieder erholen kann. Weil darauf müssen wir Landwirtschaft betreiben. Also es bleiben Millionen Hektar dann unangetastet. Und das geht ja halt nur mit Stahl und Beton. Und auch das geht eben halt wieder nur mit althergebrachten fossilen Treibstoffen. Und dann ist ja noch der Strom, um den es ja immer geht.
Das heißt ja Energiewende, aber eigentlich ist ja eine Stromwende. Die Energiewende findet ja gar nicht statt. Da müssten die Politiker Fahrgemeinschaften bilden, ne? Und müssten dann zu viert ins Büro fahren. Aber das geht halt nicht, weil die verstehen sich ja gar nicht. Da hackt der einem anderen intern die Augen aus. Ja. Ja, und da müssen wir mit dem Dacia fahren, ne? Und nicht mit 450 PS vor der Grünzentrale in Stuttgart stehen. Tiefer gelegt natürlich, ne? Und der Strom? Ja, was ist Strom? Das begreift ihr vielleicht am besten, wenn ihr mal auf die Alm geht und macht da eine Woche Urlaub ohne Strom. Und dann kommt ihr nach Hause und macht die Tür auf und geht nach links und macht Klack und Licht ist an. Das ist Strom. Das wissen noch nicht alle auf dieser Welt. Da gibt es in Brasilien und in vielen anderen Regionen dieser Welt gibt es Regionen, da sind ganze Völker ohne Strom. Und deshalb müssen wir Strom produzieren. Und weil da dummerweise auch selten Wind weht, müssen wir eben halt die fossilen Energieträger weiterhin auch nutzen. Sorgsam, selbstverständlich, aber wir müssen sie nutzen. Kennt ihr alles? Das ist die Grundlastfähigkeit. Und wir können gern obendrauf die Windkraftenergie setzen und auch die Solarenergie und viele, viele andere Sachen, die vielleicht unsere Ingenieure entwickeln würden, wenn sie dann Fördergelder bekämen. Und wenn die Subventionsgelder von inzwischen 30 Milliarden Euro im Jahr in die Forschung gesteckt werden würden, dann würden, glaube ich, in ganz Deutschland vielleicht 2 Windkraftanlagen stehen und vielleicht als Pilotprojekt mal durchgehen und von jedem Ingenieur, der von diesen Fördergeldern hätte profitieren können, abgelehnt werden, sowas jemals zu bauen. Ja. Aber es ist halt einfach falsch verteilt. Jetzt müsst ihr euch mal umschauen, aber ich meine, ihr wisst es ja, und stellt euch mal das Leben ohne Strom vor und fangt heute Abend gleich damit an. Da müsst ihr nach Hause gehen, den Kühlschrank schnell aufreißen, die 2 kalten Bier Sturzbier trinken, weil nach einer Stunde ist das Bier nicht mehr kalt. Wenn ihr warmes Bier mögt, okay, aber ist es nicht mehr kalt. Ja, und wenn ihr dann noch Eis drin habt oder Fleisch, vollkommen Banane, alles ausschalten. Nach 3 Tagen hättet ihr die Faxen so dicke, da würdet ihr selbst in den Garten gehen und nach Steinkohle suchen, glaube ich. Ja, um wenigstens den Ofen zu heizen, damit es warm wird. Ja. Man versucht sich also mal das Leben ohne Strom vorzustellen. Ja? Und Strom wurde zu Recht als die zweitwichtigste Erfindung der Menschheit, ja, der letzten 6000 Jahre betitelt. Denn ohne Kohle hätten wir den Strom heute nicht. Der hat die moderne Welt hervorgebracht. Das darf man nicht vergessen. Nicht die Windkraftanlage hat all das, was uns ausmacht als Industrienation, nicht nur Deutschland oder die, ich sag mal, die, ich will nicht sagen die erste Welt, das hört sich doof an, aber die Industrienation, das ist dadurch gekommen, weil Kohle abgebaut worden ist und weil Kraftwerke gebaut worden sind und weil daraus dann Strom produziert worden ist. Damit konnten wir erst uns industrialisieren, uns weiterentwickeln und so weiter. Alles das, was wir heute haben, ja, hat quasi die moderne Welt hervorgebracht, verändert, definiert und mit Energie versorgt. Und der Strom war quasi fast verantwortlich für jeden technologischen Fortschritt des vergangenen Jahrhunderts, aber für jeden. Ohne Strom geht nämlich gar nichts. Sonst würden wir noch auf dem Fahrrad sitzen und würden mit den Beinen schlenkern, links und rechts. Ja? Und hätten kein Licht vorne am Fahrrad dran. Und die Elektrifizierung von Nationen ist mit Sicherheit eine ganz wichtige Aufgabe in der Vergangenheit gewesen und auch noch eine wichtige Aufgabe für heute. Wie zum Beispiel in Brasilien. Da werden Stauseen gebaut, ja? Da wird Wasserkraft genutzt, das ist auch eine Naturform. Aber auch Kohle wird abgebaut, damit die Menschen dort auch, wenn sie möchten, Strom anschalten können. So wie wir. Wenn wir möchten, können wir Strom anschalten. Die können ja noch nicht mal abschalten, weil sie gar keinen haben. Teilweise. Ja? Ist also Luxus. Ein blanker Luxus. Aber auch notwendig, für all das, was wir heute produzieren, für all die Fabriken, die wir haben. Und ich habe es, wie gesagt, ja auch schon mal gesagt, stellt euch einfach vor, wir würden sagen, wir nehmen jetzt den Zapfenstrom da, haben wir denn heute überhaupt welchen? Warte mal, wir können ja gucken. Haben wir heute Strom? Für die Kaffeemaschine reicht es. Okay, jetzt trinke ich keinen Kaffee. Also wenn mein Kaffee möchte, kann ich gern 2 trinken.
So, also der Strom, der heute da oben produziert wurde auf dem Karlberg, der würde noch nicht mal reichen, um 5 Minuten lang in ganz Waldmichelbach Licht anzumachen. Also nur das Licht. Wir rechnen nicht von Kühlschränken oder von allen anderen elektrischen Geräten. Der würde gar nicht reichen. Vollkommener Nonsens, von der Entega da immer wieder rauszuposaunen. Die 5 Dinger versorgen 14.000 Haushalte mit Strom. Also ich weiß nicht, man wird ja teilweise radikal. Also wenn ich irgendwann den Böss noch mal sehe, den Fuzzi da von der Entega, hoffentlich, ja ich weiß, hoffentlich mal auf dem Dorffest. Ja, auf dem Dorffest, das wäre mal cool. Dann stolper ich bestimmt mit einem vollen Bierglas in der Hand. Ökonomisches Wachstum, Lebensqualität und Langlebigkeit sind direkt verbunden mit ausreichendem, zuverlässigem und bezahlbarem Strom. In der heutigen Welt geht nichts ohne Strom. Kommunikation, Transport, Forschung, die Nutzung von Wohnungen, Büros, Fabriken, Flughäfen, Kühlung zur Konservierung von Nahrungsmitteln und Arzneien, Heizung, Kühlung, um Leben zu verlängern und den Menschen zu ermöglichen, unter jedem Klima zu überleben. Da, wo es heiß ist, wird gekühlt, wo es kalt ist, wird gewärmt. Das ist Überlebensstrategie. Ja? Und die Elektrifizierung wird im 21. Jahrhundert, in dem wir uns halt nun mal befinden, immer wichtiger. Und der Weltstromverbrauch wird sich Prognosen zufolge innerhalb der nächsten 4 Jahrzehnte verdoppeln. Aber nicht der Wind. Der Wind wird sich nicht verdoppeln. Der Wind ist da. Vor 1 Million Jahren, genauso wie heute, und er macht x Kilowatt Strom und das war's. Fertig. Ja? Also auf die fossilen Energieträger zu verzichten, macht keinen Sinn. Es sei denn, wir wollen einfach wieder zurück ins 19. Jahrhundert. Wobei ich sagen möchte, dass ich das für manche Politiker gar nicht so schlecht fände, wenn die wieder ins 19. Jahrhundert zurückgingen. Fossile Treibstoffe werden also weiterhin wichtig sein und mindestens 75% des Stromes erzeugen, selbst noch im Jahre 2050. Der Tariq Al-Wazir rechnet ja anders. Der rechnet ja bis zum Jahre 2050 in Hessen den gesamten Strom aus erneuerbaren Energien hervorrufen zu wollen. Aber da muss er halt Hessen anbauen. Da muss er die Bayern okkupieren oder die Pfälzer noch dazu und muss sich die einverleiben, dass das mal funktioniert. Alles andere geht nicht, rein rechnerisch nicht. Ja? Grundschulzeugnis von ihm würde mich mal interessieren. Vielleicht hat er gar keins. Wasser und Kernkraft, ein wenig Geothermie und Bruchstücke unzuverlässiger, vom Wetter abhängiger Wind- und Solarenergie werden also den übrigen Strom erzeugen. 75% wird immer fossil sein, 25%, da kann man ein bisschen rumspielen, dann eben halt mit den alternativen Energien. Aber die werden uns nicht die Sicherheit bieten, morgens aufzustehen um 5, vielleicht klingelt dann der Wecker auch nicht mehr, wenn kein Strom da ist, ne? Kommt man halt mal später zur Arbeit und Licht anzumachen und warmes Wasser aus dem Wasserhahn zu haben und vielleicht auch die elektrische Zahnbürste zu bedienen, all das ist Strom. Ja, und das waren jetzt so die ersten 5 Minuten. Wenn man mal überlegt, was man alles braucht jeden Tag an Strom, wo der überall herkommt und wofür ich den benutze, dann kann man nur sagen, Gott sei Dank gibt es auch Kohle vom Chef, nein, ich meine Kohle von der Erde und Erdöl und Erdgas und andere fossile Energieträger. Soziale Medien und Internetsuchmaschinen sind ebenfalls vom Strom abhängig. Auch Internet funktioniert nicht ohne Computer und Computer funktioniert nicht ohne Strom. Das wäre ja auch ganz witzig. Man schreibt gerade eine E-Mail, dann macht es klack. Dann kommt mit letzter Kraft so ein Pop-up-Fenster. Sorry, die Windkraftanlage ist gerade stehen geblieben. Und dann geht halt einfach nichts mehr. Ne? Und dann sitzt du vor dem Computer und guckst raus. Guckst, scheiße, heute kein Wind. Dann brichst du ab. Nimmst einen Füllfederhalter, Blatt Papier und schreibst wieder einen Brief. Geht ja auch. Oder die Schreibmaschine von der Fredi, genau. Ja. Die gesteigerte Produktivität,
die wir hier erleben in unserem Land und Industrienationen, aufgrund all dieser Technologien erschafft überhaupt erst den Wohlstand, den wir heute genießen und damit auch die Freizeit, die wir haben und all die Reisemöglichkeiten, die wir auch haben. Man stellt sich mal echt vor, wir hätten wirklich kein Moped, kein Auto, kein Bus, kein Zug, keine U-Bahn und kein Flugzeug. Da wären wir schon so Mitte im 19. Jahrhundert. Ohne diese 5, 6 Sachen. Dann müsste man halt, wenn man in Weinheim arbeitet, morgens um 4 losgehen, dass man um 7 pünktlich da ist. Ja, und wenn es bergrunter 3 Stunden dauert, dauert es halt berghoch 5 Stunden, weil es ja dann nach der Arbeit und dann geht es ja auch noch berghoch. Aber gut. Ja, ich wollte euch einfach nur mal kurz diese Story vorlesen und euch bitten, vielleicht auch da ein paar Argumente mit aufzunehmen, weil wir haben ja mit vielen Menschen zu tun, die sich Wissen verschließen und vielleicht waren da wieder ein paar Sachen dabei, wo man die ganz unten abholen kann. Viele, mit denen wir diskutieren, müssen wir ja von ganz unten abholen, dass wir ihnen erstmal Basiswissen beibringen und vermitteln. Und ja, ansonsten 7:15. Ich würde vorschlagen, also ich mache jetzt Schluss mit dem Reden. War wirklich kürzer als letztes Mal, glaube ich. Ne? Und wer jetzt noch möchte, kann gern was sagen. Ne? Also, ich bedanke mich schon mal für eure Geduld, mir zuzuhören. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und jetzt gibt es noch einen Redebeitrag. Ja? Ja, ich mache es kurz. Ich habe einen Artikel gefunden in der Rhein-Neckar Zeitung in den letzten Tagen, der ein bisschen Hoffnung macht. Da steht: Windenergie vor starkem Rückgang. Ausbau kommt in Stocken, Hamburg. Die besten Jahre für die Erbauer von Windparks in Deutschland sind vielleicht schon vorbei. Wurden im vergangenen Jahr an Land noch 1792 Windräder aufgestellt mit einer Leistung von 5,3 Gigawatt. So dürfte die Ausbauleistung in diesem Jahr um rund ein Drittel auf weniger als 3,5 Gigawatt zurückgehen. Das erwartet der Bundesverband Windenergie in Berlin. Und in den kommenden Jahren werden noch weniger neue Anlagen gebaut. Die Pipeline ist weitgehend leer, so der Verbandsgeschäftsführer Wolfram Axtelm. Kann man nur hoffen, dass das so weitergeht. Ja.